Guten Tag, Leute, hier spricht wieder. Heute spielen wir jetzt die letzten Spiele in der League, in dieser letzten, in der dritten League, in der zweiten Saison, Leute. Bin ich mal gespannt, wie es diesmal so wird, Leute. So, Leute, deutscher Meister werden wir nicht, Leute. Leider werden wir kein deutscher Meister. Das ist halt schade. Aber wir haben noch zwei Finals. Noch zwei Finals haben wir. Und die zwei Finals wollen wir natürlich am liebsten gewinnen, Leute. Und das ist unser Ziel, die zwei Spiele. Das, ja. Und das müssen wir gucken, Leute. Wir schauen einfach, was läuft, Leute. Wenn wir gewinnen heute, gut. Haben wir es, wenn wir es nicht schaffen sollten. Die Pressekonferenz, ja, können wir es einfach gucken. Wir gucken bis einfach zum nächsten Mal. Ist ein bisschen schade, Leute, dass wir es nicht gepackt haben, Leute. Aber wir müssen, es war halt keine gute, hundertprozentig gute Saison, war es halt leider diese Saison nicht, muss man ehrlich sagen, Leute, und jetzt es war keine gute Saison in der Bundesliga, das muss man sagen, in der Bundesliga war es keine gute Saison, Leute. So muss man sagen, es war keine gute Saison in der Bundesliga. Aber jetzt haben wir noch zwei Finals. Und wenn wir die zwei Finals gewinnen sollten, haben wir eigentlich, ist es vielleicht doch, na, könnte es leicht kleinen Abschluss geben, Leute. Aber wir schauen einfach. Wenn wir es schaffen, die zwei Spiele jetzt noch zu gewinnen. Wenn wir die zwei Spiele gewinnen sollten, die zwei Finals noch spielen, dann haben wir doch vielleicht noch nicht nur 100% erfolgreiche Saison, aber wir haben halt den DFB-Pokal, das, was wir schaffen wollen jedes Jahr. Und die Champions League ist dann immer Sahnestück, Leute, so ein Sahnestück, Leute, muss man so sagen. Ist dann immer ein Sahnestück, so Sachen, ist immer ein Sahnestück, Leute. Und dann ist, glaube ich, dieses Jahr ist, glaube ich, ich glaube, in der Saison ist noch die Weltmeisterschaft, Leute. Ja, da wollen wir jetzt wahrscheinlich die Weltmeisterschaft noch, die will ich auch gern spielen, Leute, alle. Da bin ich so froh auf die Weltmeisterschaft, Leute. Auf die Weltmeisterschaft bin ich so gespannt, Leute, dass man die Weltmeisterschaft. Lewandowski hat es gepackt. Die Saison war halt, die Bundesliga-Saison war halt. Bundesliga-Saison war halt ein bisschen bitter, Leute, muss man ein bisschen sagen. Muss man ein bisschen sagen, die war ein Weg. Dortmund war halt in den drei Spiele schlechter, da waren drei Spiele. Wir sind nicht schlecht, Leute, das muss man sagen. Wir waren diese Saison nicht schlecht, aber Dortmund war halt zur Zeit besser, Leute. Das muss man sagen. Dortmund war am Ende
besser als mir. Wir haben halt eine kleine Schwächephase gehabt und in der Schwächephase haben wir halt die 9 Punkte verloren, Leute. Und da waren die 9 Punkte, die waren halt das Problem, Leute. Die 9 Punkte sind wir jetzt hier nicht dran. Die 9 Punkte sind wir halt jetzt hier nicht dran. Weil wir dann ein paar Spiele gehabt haben, wo wir einfach dann. Es am Ende nicht gepackt haben, Leute. Es einfach zu schaffen, Leute, eine Siege zu holen. Und dann. Wie heute wieder so, wie heute, muss man so sagen, wie heute wieder so. Wir müssen halt gucken, was wir machen, Leute, holen. Und ich bin nur ernst gespannt, Leute, was der Vorstand sagt, Leute. Alter, was der Vorstand halt sagt, Leute. Was der Vorstand halt sagt, Leute. Alter, jetzt. Alter, warum können wir so hin. Warum haben wir so nicht in der Rest der Saison oder so gespielt? Wie heute gegen Stuttgart, Leute. Warum haben wir so nicht wie letztens gespielt? Das kann man halt nicht verstehen, Alter. Ja, das ist das Problem, Leute. Ich bin mal gespannt, was mit Ding passiert, Leute. Mit Manuel Neuer, da bin ich mal sehr gespannt, Leute. Alter, was ist denn heute wieder los, Leute? Alter, der Stürmer ist nicht schlecht, Leute. Okay, wir müssen auch ein bisschen ruhiger in der Defensive die Bälle ruhiger spielen und dann halt schon mit unseren schnellen Spielern. Weil das ist auch so ein bisschen unser Problem gewesen im letzten Spieltag, im letzten Wochen.
Das war auch unser Problem, was wir oft gehabt haben. Wir sind eine Tormaschine, aber wir haben es nicht hingekriegt, die Tore zu verhindern. Alle 6,5 Dutzend nach 35 Minuten heute. Alter, das ist nicht normal, was heute für ein Spiel abgeht, Leute. Das muss man sagen, das ist wirklich, Alter, 44 Tor, Leute, halt. Alter, so viel Tor habe ich ja letztes bei FIFA 20, wo ich Lewandowski die 40 Tore nicht, da glaube ich nur bei mir. Und jetzt haben wir den Rekord hier mit Lewandowski in meiner Karriere auf über 44. Der letzte Rekord war 42, glaube ich, wenn ich mich mit ihr, Leute. Wenn ich mich mit ihr, war der letzte Rekord bei 42 irgendwie. Alter, warum machen die hier überhaupt nichts mit, ne? Warum ist es... Alter, was für ein Spiel heute, Leute. Was für ein Spiel. Alter, was für ein schönes Spiel heute. Was für ein Spiel. 4-3-4, Alter, Leute. Was für ein Ergebnis, Leute. Das Spiel ist schon abnormal mega, was wir heute tun. Ja, mega. Ja. Wir brauchen heute noch, ich würde am liebsten noch 2 Siege holen, Leute. Noch 2 Siege. Weil die brauchen wir auch ein bisschen für... Wenn wir Dings spielen im DFB-Pokal, wo wir ja im Finale sind, und in der Champions League, wo wir im Finale stehen, Leute. Dass wir uns ein bisschen noch reingrufen können, Leute, ein bisschen. Weil ich würde noch gern die beiden alle... Ja. wenn's funktionieren klappt, würde ich noch die 2 Siege noch holen, Leute, wenn's klappt. Wenn's gut ist, wäre halt mega. Weil dann wäre zumindest ein leichter. Ein leichter Ding noch besser abgegangen, Leute. Dann wäre zumindest ein leichter Ding. Es ist nicht schön, aber zumindest haben wir uns eine gute... So, Leute, jetzt werden wir ein paar Spieler monetieren. Eine Pause gönnen, würde ich sagen. Wenn man ein paar Spieler eine kleine Pause gönnen, Leute.
Lewandowski wird dann im nächsten Spiel dann eine Pause kriegen für die Lanze. Alter, 8 Tore, alle 8 Tore fast 60 Minuten, 8 Tore, alle. Okay, was machen wir jetzt? Kriegen wir hier noch irgendwie die Kurve, Leute? Schaffen wir die Kurve irgendwie nach Rom? Wir müssen überlegen, was wir machen. Holen wir uns doch noch einen Innenverteidiger, noch einen. Holen wir uns noch einen stärkeren Innenverteidiger im Winter. Das wäre eine Option, Leute, vielleicht, dass wir noch einen. Alter, ich verstehe es nicht. Was ist in der Bundesliga los, Leute? Warum kriegen wir das in der Bundesliga nicht sehr klar? Warum kriegen wir das in der Bundesliga einfach nicht funktionieren? Warum nicht? Das ist. Ich glaube, man testet nächste Woche, im nächsten Spiel gehen die einer Taktik wieder machen. Mal testen wieder. Eine Mannschaft muss es nicht verstehen, Leute. Warum funktioniert es in der Bundesliga einfach nicht? Warum funktioniert es in der Bundesliga überhaupt nicht? In der Bundesliga funktioniert es überhaupt dafür nicht in der Champions League. Warum funktioniert es in der Champions League und DFB-Pokal immer? Aber in der Bundesliga überhaupt nicht, Leute. Überhaupt nicht. Warum in der Bundesliga zurzeit nicht funktioniert, Leute? Warum es in der Bundesliga zurzeit nicht läuft, muss ich nicht verstehen.
Ich muss es nicht verstehen, Leute. Ich muss es nicht verstehen, Leute. Warum es in der Bundesliga nicht funktioniert? Muss ich nicht verstehen, Leute. Muss man nicht verstehen, Leute. Muss ich nicht verstehen, Leute. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht sagen. Zumindest verlieren wir jetzt nicht, Leute. Hofft zum Glück verlieren wir heute. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir heute nicht verlieren. Abseits, ah, schade. Dass man nicht verlieren, ist eine gute Mühe. Aber leider nicht gewinnen. Und das ist das Problem, ne? Gut. Aber durch das könnte man vielleicht ein bisschen abrutschen in der Liga, Leute. Oh man, die Pässe funktionieren. Ach nicht, fürs. Schade, Unentschieden wieder. Hammer, wir haben zu viel. Alle, wir haben gut gespielt, Leute. Und dann vergeigen wir es zum Ende. Vergeigen wir es wieder zum Ende, Leute, wie immer. Aber zumindest. Jetzt sind wir zurückkommen, Leute. Jetzt sind wir zurückkommen. 3-5-5. Aber leider wird es jetzt halt ein Kampf, Leute. Der zweite Platz wird halt umkämpft, Leute. Das ist halt das Problem. Der zweite Platz wird halt umkämpft. Danke, dass Sie direkt nach dem Schluss. Und es wäre halt nicht so schön, wenn wir halt schlecht abrutschen. Das wäre halt nicht so schön. Es wäre halt nicht ganz so schön, Leute, wenn wir jetzt abrutschen würden. Es wäre halt wirklich nicht schön, wenn wir wieder abrutschen würden. Ja, wir sind jetzt zur Zeit ein bisschen. Wenn man eine Chance abkriegt, wenn man in den 90 so, müssen wir die Mannschaft verstärken, Leute, verbessern ein bisschen. In der Abwehr müssen wir die. Die Jungs haben alles gegeben, aber es hat einfach nicht sein sollen, Leute. Danke für das Gespräch. Wir brauchen. Wenn wir in der nächsten Saison noch mehr Geld haben, brauchen wir mehr Substanz. Und das ist halt unser Problem. So Leute, jetzt nehmen wir das nächste Spiel spielen. Leute. Ich hoffe, dass wir das Spiel jetzt gewinnen gegen Mainz. Okay, vierter werden wir wahrscheinlich nicht, Leute. Vierter werden wir wahrscheinlich nicht, Leute.
weil Leverkusen ist so weit hin, aber wir können den vierten, den dritten Platz verlieren, Leute. So, jetzt gucken wir noch die Scouting-Berichte, das, 87, den würde ich mal noch mehr markieren, Leute. Denn eventuell ja die Nachwuchsarbeit, ja, das okay, Leute, aber wir werden jetzt gegen Mainz erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.